Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror 2. So, ich habe inzwischen ein bisschen ausprobiert und mal alles mit allem kombiniert heimlich und dabei bin ich auf etwas gestoßen, das zeige ich euch mal. Beil mit Gartenschlauch. Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. So. So, damit habe ich zwei halbwegs brauchbare Schlauchenden. Aha. Wo sind sie? Da sind sie. Zwei Schlauchenden. Und jetzt möchte ich wetten, das können wir jetzt mit dem kleinen Rohr irgendwie verbinden. Ich probiere es mal aus. Na toll. Der Schlauch passt genau nicht in das Rohr. Wenn ich es vorher erhitze, müsste es sich ausdehnen und ich könnte die Schlauchenden verbinden. Aha. Na dann gehen wir doch mal zurück zu unserem geliebten Schweißgerät. Und jetzt weiß er ja hoffentlich, wofür er das benutzen will. Und dann machen wir das mal. So, da sind wir. Da kommt er hereingekrabbelt. Na? Alles gut. Putz dich ab. Kein Problem. Und das kleine Rohr mit dem Schweißgerät. Auf geht's. Wenn ich das Plastikrohr erhitze, dehnt es sich aus. Dann müssten die Enden des Schlauchs in das Rohr passen. Ich denke, das sollte reichen. Erhitzt das Rohr mit Schlauch? Es passt. Noch kurz warten, bis es etwas abkühlt. Okay, wir warten geduldig und... Fertig. Es liegt jetzt relativ eng am Schlauch, sodass kein Wasser mehr austreten dürfte. Perfekt. Spätestens wenn Wasser durchläuft, kühlt sich das Rohr komplett ab. Okay, geflickter Schlauch. Wir mussten also den Riss quasi gar nicht reparieren, sondern einfach abschnibbeln und weitermachen. Na dann. So, er kriecht wieder raus. Füllen wir doch mal. Ja, das Moor mit Erde, so hier zum Garten. Das Moor mit Erde, mit Wasser, damit das schön matschig wird und wir Leute da drin fangen können. Ich hoffe, der Tom kommt da gut durch, ne? Aber darum machen wir uns jetzt erstmal natürlich gar keine Gedanken. Der Darren weiß schon, was er tut. Kein Problem. So, bitteschön, gepflegter Schlauch mit Wasserhahn. Sitzt. Und okay, jetzt ist er verbunden. Was lustig wäre, wenn wir zu weit gehen und er dann plötzlich stehen bleiben muss, weil der Schlauch nicht mehr mitkommt. So, hier. Und ab in den Morast damit. Der Schlauch ist platziert. Ein angenehmes Geräusch. Machst du jetzt automatisch den Wasserhahn auf? Nö. Warum auch? Kein Problem, Darren. Ich mach das alles für dich. Du lauf einfach weiter hier rum, wo ich klicke. So. Einmal hier lang. Hier liegt der Schlauch jetzt auch. Und dann Also let's gut, go. setzen wir den Morast unter Wasser. Das müsste reichen. Okay, soll ich jetzt mal Tom anlocken? Hoffen wir, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dass du nicht stecken bleibst. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, dass er einfach stecken bleibt. Hey, Tom! Und jetzt lauf. Richtig schnell, der hat eine Waffe. Halt! Stehen bleiben! Bitte schieß nicht auf mich. Keine Bewegung, oder ich schieße! Und das wäre dann sicherlich das Highlight deiner letzten 5 Minuten auf Erden. Hol mich hier raus! Warum sollte ich? Wolltest du mich nicht gerade noch erschießen? Ich will hier raus! Dann wirf deine Waffe dort in den Sumpf und gib mir deinen Autoschlüssel! Ich werde... Elendig verrecken? Hier! Jetzt hol mich raus! Nicht so schnell. Warte, was? Achso, wir unterhalten uns erst noch mit ihm. Ertrinkt er währenddessen?
Der Darren ist aber auch gemein. Na dann, der Orden, damit würde ich mal anfangen. Das interessiert mich am meisten. Wer hat den Auftrag gegeben, mich zu entführen? Du sollst mich hier rausholen! War es dieser Geheimbund? Ich weiß nichts von einem Geheimbund! Der Orden! Das sagt dir nichts? Doch, ist ja gut. Ich sollte dich finden, betäuben und hierher bringen. Und dann? Sie wollte sich per Telefon melden und mir weitere Instruktionen geben. Sie? Eine Frau. Klang ziemlich alt. Keine Ahnung, wer sie ist. Und sie wollte nicht, dass ich in Willow Creek bleibe? Ja, ich sollte dich so schnell wie möglich hierher bringen. Weißt du, wer zum Orden gehört? Keine Ahnung. Ich habe diese Freaks nur mal bei der Mine beobachtet. Hatten alle Masken auf. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich habe gerade so einen Verdacht. Wisst ihr, wer eine alte Frau ist, die wir kennen? Lady Victoria. Was ist denn mit der? Nicht, dass die dahinter steckt, weil die hätte ja schon Interesse daran, dass der Fluch der Gordons nicht wieder ausbricht, ne? Und wenn sie irgendwie mitgekriegt hat, dass wir tatsächlich ein Gordon sind, dann will sie uns vielleicht deswegen nicht in der Nähe haben. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So, und Angelina, was mit der? Was ist mit Angelina? Steckt sie in der Sache drin? Ich hab dir schon gesagt, dass ich keine Angelina kenne. Das wage ich zu bezweifeln. Sie war vor ein paar Tagen im Dorf. Dann habe ich sie nicht gesehen. Sie wäre dir bestimmt aufgefallen. Nochmal, ich kenne keine Angelina. Und im Dorf hat niemand rumgeschnüffelt außer dir, kapiert? Wirft mir endlich ein Seil zu! Oder irgendwas! Also gut, ich hau ab. Die Polizei wird bald hier sein. Hol mich endlich hier raus! Warum? Glaubst du ernsthaft, du könntest darin versinken? Idiot. Warte, Darren, bist du dir sicher? Ist das eine gute Idee? Entschuldigen Sie, Sir. Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Wer hat ihn abgegeben? Das weiß ich nicht. Er war im Briefkasten des Hotels. Aber es ist keine Briefmarke drauf. Er muss also eingeworfen worden sein. Aha. Danke. Er ist von Angelina. Lieber Darren. Ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Ich beschäftige mich schon länger mit Willow Creek und Black Mirror. Und habe in Biddeford nach dir gesucht. Ich bin da auf etwas gestoßen, von dem ich hier nicht schreiben möchte. Nur so viel, du bist in Gefahr. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dir nach dem Leben trachtet. Schon in Maine waren sie hinter dir her. Mich haben sie hier in Willow Creek erwischt. Ich konnte fliehen und verstecke mich seitdem an einem sicheren Ort. Erst heute habe ich erfahren, dass du hier bist. Ich werde dir alles erklären und hoffe, dass du mir verzeihen wirst. Nein, ich weiß, dass du mir verzeihen wirst, wenn du erst die schreckliche Wahrheit kennst. Komm heute Abend um 11 zum alten Leuchtturm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Dort werde ich dir alles erklären. Gemeinsam können wir diesem Spuk ein Ende machen. Pass auf dich auf und vertraue niemandem. Du weißt nicht, wer alles zum Orden gehört. Angelina. So, die gute Angelina weiß also ganz sicher, dass wir ihr verzeihen werden. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Und ich möchte nochmal sagen, wie kaltherzig, dass der Darren den jetzt wirklich einfach stecken lassen hat, ne? Also, wenn der jetzt ersoffen ist, bevor die Polizei gekommen ist oder so. Ich meine, Darren hat behauptet, er würde da drin nicht ertrinken können, aber Darren, bist du Morastexperte? Ich wage es zu bezweifeln. Aber na gut, hoffen wir es einfach mal. Nicht, dass wir schon wieder irgendwelche Leichen haben, die unsere Schuld sind. Und ja, ich bin gespannt. Springen wir dann jetzt direkt zum Treffen oder denkt ihr, wir können vorher noch mal im Dorf rumlaufen? Ich schau mal. Was sagt denn Darren? Angelina ist am Leben, das ist die gute Nachricht. Aber was für ein Spiel spielt sie? Kann ich ihr trauen? Sie hat mich belogen. Sie wusste die ganze Zeit über diesen Ort Bescheid. Und Reginald Boris war bestimmt auch kein Unbekannter für sie. Die Frage ist, auf welcher Seite steht sie?
Welches Ziel verfolgt sie? So oder so. Ich werde es heute Abend am Leuchtturm erfahren. Aber ich sollte mich absichern. Die einzige Stelle, an der ich ein paar ehrliche Antworten erhalten kann, ist die Chronik der Gordons. Wenn ich weiß, welche Rolle der Orden spielt, kann ich davon vielleicht ableiten, welches Spiel Angelina spielt. Ich muss einen Weg finden, die Chronik im Museum zu lesen. Okay, naja, dann machen wir das eben. Das ist eine gute Idee, dass er nicht einfach so hingeht, ne? Ich meine, es könnte ja wirklich einfach eine Falle sein. So, dann gehen wir doch mal direkt zum Museum. Ich frage mich, ich meine, der Aufpasser sollte ja jetzt weg sein, ne? Den haben wir ja fernab gefunden. Wer ist jetzt eigentlich im Jahrmarkt? Ist hier jetzt jemand Neues? Nö, Texas Chili ist einfach geschlossen. Ist hier sonst irgendwas? Nö. Der Pub wird auch zu sein, aber ich will es einmal probieren. Nur der Vollständigkeit habe. Kein Wunder. Tom steckt ja vorerst in Wales fest. Ja, ich bin nicht überrascht. Na gut. Dann gehen wir also mal hier über die Brücke. Vielleicht treffen wir die Bibliothekarin noch. Mit der würde ich ja auch gerne noch mal ein paar Worte wechseln. Die hat bestimmt mehr Ahnung und kann uns auch weiterhelfen. Gerade wenn es um den Orden geht. Okay, wir können auf jeden Fall ins Museum einfach. Und hier ist ein Tourist. Mit dem reden wir mal. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Ich wüsste nicht, was ich mit den beiden bereden sollte. Ach, ist seine Frau auch hier? Ich sehe sie gar nicht. Ah, da. Okay. Hier ist die Vitrine. Ach so, die müssen wir vielleicht weglocken, ne? Ich wüsste nicht, was ich mit den beiden bereden sollte. Na, dass sie mal einen Schritt zurückgehen soll, hier. Aber vielleicht kann ich auch einfach an ihr vorbei. Entschuldigen Sie, Mama. Bobby ist zwar weg, aber solange hier die Touristen rumlaufen, komme ich nicht an das Buch. Vielleicht kann ich mich verstecken und warten, bis das Museum geschlossen wird. Okay, vielleicht im Schrank einfach? Das wäre jetzt ziemlich naheliegend, finde ich. Auch wenn... Ja, ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Stimmt. Die beobachtet auch nur, wie ich da reingehe. Das macht bestimmt kein Aufsehen. Und? Ah, sie geht weg. Okay. Das ergibt Sinn, dass er so lange gewartet hat. Dann heißt es warten. In einer Stunde müsste das Museum schließen. Kaum zu glauben. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Es ist aber erst kurz nach 21 Uhr. Und ich habe noch genug Zeit, mir die Chronik anzusehen und zum Leuchtturm zu gehen. Okay. Es ist nur verdammt dunkel hier. Gut, dass hier zumindest ein paar Lampen über Nacht an sind. Ja, so ein Zufall. Nicht sehr umweltbewusst von den Museumsinhabern, aber na schön. Dann schauen wir mal in die Vitrine. Ich frage mich auch... So, hier ist das Schloss. Moment, Vitrinenschlüssel. Bitteschön. Diesmal wirklich. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht, unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf das niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Okay, aber das hatten wir ja alles schon. Er soll doch jetzt... Na nö, wozu haben wir das denn? Ah, wir können umblättern. Okay, ich dachte schon. Na dann lies doch mal bitte das hier. Dann schauen wir mal. Hier scheint der Abschnitt über den Orden loszugehen. Nur der mutige Einsatz dieses tapferen Mannes hat uns vor Mordred bewahrt. Ihm, Pater Matthias, verdanken wir unser Leben in Freiheit. Sein Name soll nicht in Vergessenheit geraten. Ebenso wenig wie seine Taten, die wir in unserem Herzen tragen.
Doch nie wieder soll das Schicksal unserer Gemeinschaft auf den Schultern eines einzelnen Mannes liegen. Eines Mannes, der vielleicht nicht die Stärke Pater Matthias besitzt und nicht den Mächten des Bösen widerstehen kann, so wie er. Darum soll ein Geheimbund gegründet werden. Die ehrbarsten und mutigsten Männer unserer Gemeinschaft sollen ihm angehören. Sie sollen wachen über die Akademie und die Schlüssel, den Opferraum und die Schriften. Sie sollen es sein, die zwischen der Welt und dem Abgrund stehen. Sie sollen ihr Wissen über Mordred und seine dunklen Mächte von Generation zu Generation weitergeben. Sie sollen im Geiste und in den Taten die Nachfahren Pater Matthias sein. Denn er hat sich für unser aller Wohle geopfert. Das heißt, der Orden will verhindern, dass Mordred wieder an die Macht kommt? Ein 100 Jahre altes Arschloch? Verrückt! Aber mal angenommen, diese Ordensleute glauben wirklich daran. Warum jagen sie dann mich? Ich habe nicht vor, Mordred oder einen anderen bösen Geist in die Welt zu holen. Und selbst wenn, wie sollte ich? Völlig übergeschnappt, diese Leute. Hier werden Menschen ermordet wegen dieser Geistergeschichte? Und Angelina? Glaubt sie etwa daran? Zeit, dass ich sie frage. Wir treffen uns ja bald am Leuchtturm. Ich meine, er hat es nicht vor, ne? Aber wir sind ja auch der Teufel, wie uns gesagt wurde. Also vielleicht machen wir das. Wir wissen es nur noch nicht. So, was ist jetzt? Gehen wir zum Leuchtturm? Oh, wir können den Mülleimer noch angucken. Das machen wir aber auf jeden Fall. Kaum etwas drin. Kein Wunder, so wenig wie hier immer los zu sein scheint. Ich sehe ein Taschentuch, einige Zettel und ein Kaugummipapier. Vielleicht ist ein Zettel wichtig. Guck mal. Alufolie? Das Kaugummi. In Alupapier eingewickelt. Fehlt nur noch eine Heftklammer und ich könnte eine Atombombe bauen. Warte, was? Kaugummipapier. Das war also das Interessante. Okay, hier ist noch das Fenster. Das können wir auch noch angucken. Die Fenster sind mit schweren Fensterläden verschlossen. Und die sind bestimmt durch die Alarmanlage gesichert. Da komme ich nicht unbemerkt raus. Ach, das ist das Problem. Er weiß nicht, wer gehen soll. Kann ich nicht einfach... Die Tür dürfte abgeschlossen sein. Und vermutlich ist sie auch alarmgesichert. Ich muss mir einen anderen Weg hier raussuchen. Ach, verdammt. Okay. Was haben wir hier denn noch? Hier haben wir noch den Schrank, aber der wird ja nicht weiter helfen. In dem Schrank ließ es sich halbwegs aushalten. Ich war so erschöpft, dass ich eingeschlafen bin. Zum Glück habe ich mein Treffen mit Angelina nicht verpennt. Ja, aber du weißt nicht, wie du hier wieder raus sollst. Und das ist ja schon, das wäre schon eigentlich gut zu wissen. So, hier ist noch eine Holzplatte. Es ist echt, also ich sehe halt echt eine ganz normale Holzplatte. Sie ist Teil der Nähmaschine. Kann ich die mitnehmen? Es wird bestimmt niemandem auffallen, wenn die Holzplatte fehlt. Ich nehme sie mit. Mach das mal. Jetzt haben wir eine Holzplatte und ein Kaugummipapier. Das kann nur gut werden. So, dann gehen wir mal zum Sensationsteil. Mal schauen, was da so abgeht. Des Nachts, hier sind weiter die Knöpfe, der Häcksler. Ah, und das Fenster hier oben. Was ist denn immer mit dem? Immer noch der gleiche, seltsame Häcksler wie gestern. Das Fenster scheint meine einzige Fluchtmöglichkeit zu sein. Nur leider etwas hoch. Ja, aber guck mal, wir haben noch hier eine Holzplatte. Leg die einfach hier auf den Häcksler drauf, dann kannst du da hochklettern. Oder? Die wird doch nur ein bisschen blutig von unten, aber das macht ja nichts. Der Häcksler ist abgedeckt. Dann kletter mal hoch. Aha. Da sind zwei Metallstreifen. Einer an der Wand und einer am Fenster. Das dürfte eine ziemlich einfache Alarmanlage sein. Sobald man das Fenster öffnet, wird der Kontakt unterbrochen und der Alarm geht los. Ja gut, aber dafür haben wir extra das Kaugummipapier. Das können wir bestimmt, damit können wir bestimmt den Kontakt quasi künstlich erhalten. Da soll noch einer sagen, Filme bilden nicht. Das sollte reichen. Der Strom wird durch die Alufolie geleitet, auch wenn ich das Fenster öffne. Aus welchem Film hast du das denn? Aber na gut, dann machen wir das. Hauen wir ab. Auf geht's. Das ging gut. Ich sollte... Satan! Nicht schon wieder! Über 100 Jahre schon holt der Fluch sich seinen Sohn.
Stets Macht verleiht er seinem Blut, weckt in ihm besessene Wut. Niemals stand er vor Gericht. Niemals ist ein Ende in Sicht. Was? Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie dieses Gedicht? Die Waldgeister haben es mir geflüstert. Waldgeister? Was soll der Blödsinn? Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Im Wald, bei der Geistermine. Er meint die Kultmitglieder, ne? Hey, warten Sie! Gehören Sie zum Orden? Hallo! Das war das Gedicht, das Reginald Boris bei sich hatte. Er gehörte vermutlich zum Orden. Und der Penner meinte, er hätte das Gedicht bei der Mine gehört. Da sollte ich mich mal umsehen, bevor ich mich mit Angelina treffe. Hast du denn noch Zeit? Außerdem haben die uns gerade erst entführt. Aber na gut, wenn Darren meint... alles cool Verdammt. Bei dir, Darren? Was ist mit mir los? Wenn ich abergläubisch wäre, würde ich sagen, ein paar Geister hätten versucht, Kontakt aufzunehmen. Da ich aber ein rational denkender Mensch bin, muss ich davon ausgehen, dass ich den Verstand verliere. Großartig. Willst du vielleicht hier abhauen? Warum willst du denn hier sein? Hoffentlich sind es nur der Schlafmangel und die Erschöpfung. Ich bin mir da nicht so deswegen sicher. Deswegen gefällt mir die Sache nicht. Mir gefällt das auch nicht. Aber es war richtig, ihn zu schicken. Ordensmitglieder, ich muss mich verstecken. Hättest du mal eine Robe mitgebracht, ne? Wo sollen wir uns denn verstecken? Hier ist doch nichts. Oder hier hinten, irgendwo. Fahrstuhl. Ja, da verstecken wir uns. Auf jeden Fall. In einem gruseligen alten Minenfahrstuhl. So, schauen wir mal. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Als das Grab geöffnet wurde und der Junge nicht drin lag, habe ich geahnt, dass es so kommen würde. Aber er war so lange weg. Kann es nicht sein, dass der Fluch keinen Besitz von ihm ergriffen hat? Sie ist da anderer Meinung. Sonst hätte sie nicht versucht, ihn gefangen zu halten. Psst, da kommt sie. Wir haben uns überlegt, dass wir uns heute direkt in der Mine treffen. Wegen des Wetters. Ist Ihnen das recht? Es spielt keine Rolle. Ich hätte es mir denken können. Miss Valley steckt dahinter. Sie ist die Schwester des kleinen Vic. Sie hat sich geradezu fanatisch mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich kannte sie als Bibliothekarin die Geschichte des Ordens. Sie muss einige Leute aus dem Dorf davon überzeugt haben, aktiv zu werden. Dann haben sie sich aus irgendeinem Grund auf mich eingeschossen. Und diese Miss Valley geht über Leichen, da bin ich mir sicher. Ob Angelina ihr im Weg stand? Ich muss es erfahren. Okay. Miss Valley ist böse? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da ist bestimmt irgendwas anderes los. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Was hat das zu bedeuten? Warum dieses Treffen? Weißt du etwas Neues von Reginald? Was ist mit dem Mädchen? Ist sie wirklich wieder hier? Hast du was aus Wales gehört? Es gibt schlimme Nachrichten. Bruder Reginald ist tot. Was? Oh mein Gott! Aber es ist nicht die Zeit zu trauern. Das Mädchen schnüffelt immer noch herum. Und noch schlimmer, er ist uns entkommen. Wie kann das sein? Was tun wir, wenn er dahinter kommt? Ruhe! Die Gefahr ist nah. Sehr nah. Beide, das Mädchen und unser amerikanischer Freund, können alles zunichte machen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir sind gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, fürchte ich. Aber wir können doch nicht... Wir haben keine andere Wahl. Besser, ich verschwinde hier. Was war das? Ist da jemand? Er ist es! Haltet ihr Tor! Das Bleib Tor! Ruhig. Lass die nicht entkommen! Wir wollen dich nicht verletzen. Soll ich irgendwas machen? Pass doch auf! Du hast doch keine Chance! Haltet ihn! Lass ihn nicht entkommen! Verflucht! Öffnet das Tor!
Nichts wie Deck hier. Okay, wir sind wieder hier unten. Dann... Na los, Beeilung! Geh ich mal hier rein. Und... Ach, vielleicht jetzt durch die Luke? Oh, da ist Tut schon jemand. Tut uns leid, Darren. Aber wir können es nicht zulassen. Nein. Nein! Ah! Ich hätte irgendwas machen sollen, ne? So, da sind wir wieder. Okay, ich versuche mal diesmal schnell hier durchzurennen. Nein, da Tut kommt direkt leid, jemand. Aber was soll ich denn machen? Nicht Hä? Okay, ich bin direkt weggerannt. Also Nein! bitte. Ah! Okay, ich probiere mal die Tür zu schließen. Vielleicht ist das der Weg. Ah ja, perfekt. Er vertieft das Tor. Stemmt euch dagegen. Okay. Ich kann sie nicht ewig zuhalten. Ich habe noch die Metallstange. Mach das an die Metalltür. Sehr gut. Die Eisenstange versperrt kurzzeitig die Tür. Okay, dann fliehen wir weiter. Vielleicht kommen wir durch die Kanalisation. Aber verdammt, ich wüsste nicht... Verdammt! Komm schon, irgendwie ging die verdammte Tür doch auf. Ich weiß nicht mehr wie. Wir mussten auf irgendeinen Knopf drücken, glaube ich. Ah ja, hier, Hebel. Sich nichts. Aber die Tür muss doch mit diesen Hebeln zu öffnen. Ich probiere es weiter. Muss ich mich jetzt erinnern, wie die Hebel standen oder so? Und? Immer noch Verdammt. Nicht. Weiß ich doch nicht mehr, wie die Hebel waren. Mach schnell! Der hoch? So viele Optionen gibt's ja nicht. Okay, der hoch. Ist auch nicht. Der runter. Und der hier hoch. So vielleicht. Oder der letzte nur. Ich probiere jetzt mal alle durchzugehen. So viele Optionen gibt es ja wirklich nicht. Warte, habe ich da was gehört? Oder war das was anderes? Nee. Verdammt. Okay. Ich hoffe, die kommen nicht rein. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendeinen Hinweis oder so? Okay, jetzt ist die Tür offen. Raus hier! Ah, okay. Ich weiß gar nicht, dass ich was gemacht habe. Aber na gut. Dann gehen wir schnell. Das Ding ist, was machen wir jetzt? Eisenstange nehmen, auf jeden Fall. Eine Eisenstange? Vielleicht kann ich mir damit die Kerle vom Leib halten. Vielleicht! Nimm mit! So, können wir hier vielleicht die Tür schließen am Schaltkasten? Ja. Wir müssen sie aufbrechen. Können wir. Benutzt die Hebel. Okay, den Wasserschlauch. Die eine Hälfte des Schlauchs. Keine Ahnung, wer sie zurückgeräumt hat. Ja, die werden hier schon aufräumen. Nimm mit. Okay, und jetzt müssen wir es damit irgendwie schaffen, diese blöde ölige Rutsche hochzurutschen. Ach, keine Chance. Ich habe keinen Halt und ich kann mich nicht hochziehen. Ah, hättest du mal öfter trainiert, ne? Eisenstange mit Schlauch vielleicht? Oh, Tatsache. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Na gut, ich meine, so viele Outlooms haben wir auch nicht, aber... Hä, wozu? Reicht das? Komm ich damit hoch? Was macht der denn? Vielleicht funktioniert's. Ach, oder will er das vorwerfen und dann... Ah, okay, ich verstehe. Wie so ein Wurfhaken ja. quasi. Die Stange hat sich oben quer über den Ausgang gelegt. Na dann, schnell. Da ist er! Schieß! Nein, 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 nein! Nicht Zu schießen. Spät. Haltet ihn! Du schaffst das. Aber ich habe meine Map nicht mehr. Ich hoffe, du findest selber den Ausgang. Na? Darren? Alles gut bei dir? Ach, das ist schon... Wir sind schon draußen. Boah, man sieht ja nichts. Der ist ja komplett dunkel, der Screen. Okay, aber zum Glück sind hier Türen. Weiter links. Ah, jetzt kam wieder das. Weiß ich den Weg nicht mehr. Ich glaube, hinten links. Und dann links. Als liegt es an mir, weil irgendwie mein Bildschirm zu dunkel ist? Oder seht ihr auch nichts? Also ich meine, ich gebe zu, bei mir ist auch gerade hell. Okay, ich glaube, hinten links klappt nicht. Ich gehe mal vorne rechts. Das könnte auch sein. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Ah, hier ist der besonders schlimm stinkende. Verdammt, der war auf jeden Fall nicht am Ausgang.
Aber ich weiß nicht mehr, in welche Richtung der Ausgang war. Ich habe meine... Ah shit, hier ist Holzblock. Also durch dieses schwere Gitter folgen sie mir bestimmt nicht. Trotzdem sollte ich lieber schnell raus hier. Okay. Dann gehen wir mal hier in den Tunnel. Ich glaube, es ging jetzt hier hinten links, aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Nee, hier war die Sackgasse. Hier war die Sackgasse. Dann glaube ich vorne links, ehrlich gesagt. Nochmal vorne links. Links? Okay, nee, jetzt sind wir irgendwie falsch. Ach man, das letzte Mal führten doch im Prinzip alle Ausgänge nach draußen. Und diesmal irgendwie gar keine. Boah, das stinkt. Ach, wir sind wieder da, wo es stinkt. Verdammt, okay, dann gehe ich mal zurück. Wieder hinten links vielleicht. Ja, geh weiter den Gang entlang. Und jetzt nach vorne vielleicht. Ich sehe halt wirklich gar nichts. Also aus meiner Sicht ist der Bildschirm schwarz. Und wir gehen die ganze Zeit im Kreis, glaube ich. Aber ich habe doch jetzt jede Richtung einmal ausprobiert, Leute. Was soll denn jetzt noch kommen? Hinten links? Nee, jetzt sind wir wieder hier. Das bringt gar nichts. Okay, wisst ihr was? Ich lege mir für nächste Folge nochmal den Plan bereit, den ich hatte. Und dann... Ah, nee, Moment, wir haben es geschafft. Hier, zum Eingang. Und jetzt da hoch. Ach, gerade... Nee, nicht um die Ecke. Zurück zum Eingang. Und dann hier, Angelinas Zimmer. Ja, wir sind da. Es ist wieder Licht. Hi, Mary. Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie! Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Sicher nicht. Also schön, hier bin ich! Was wird gespielt? Und wir sind am Leuchtturm und es ist weiterhin komplett dunkel. Letztes Mal sind wir immer direkt gestorben, ne? Ich erinnere mich mit Samuel. Na gut, aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter Punkt, die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir, was ihr von dem Ganzen haltet, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Black Mirror 2. Bis dann!